と進んでいくと、そこにいたのは四本足の巨大な魔物。これを撃たんと英雄はさっと剣を抜く。さあ、その時だ。Herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge vom Livestream auf Twitch und später auf YouTube. Natürlich hier mit mir, Christian Asia 3000, mit dem wunderschönen Spiel Dragon's Dogma 2 auf der PlayStation 5. Ich begrüße euch erstmal herzlich wieder zurück. Und heute, ja, für euch ist es vielleicht eine Woche, für mich sind es über 2 Wochen. Da ich Besuch hatte, konnte ich leider nicht weiterspielen, aber jetzt bin ich wieder am Start und ja. Unsere nächste Aufgabe, die besteht darin, zum Ort des falschen Souveränen zu gehen und mal schauen, was uns da erwartet. In der Zwischenzeit habe ich mal so, wo ich mal ein bisschen Zeit hatte, mal ein bisschen die Gegend erkundet, aber noch nicht komplett alles. Manche Gegenden waren ein bisschen schwierig, so wie hier zum Beispiel. Das Video wird wahrscheinlich irgendwann mal online gehen, was ich da gemacht habe. Ich habe da echt mit dem Greifvogel eine Rundtour gemacht sozusagen, aber hey, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Aber ich würde sagen, wir starten direkt durch, nicht lange fackeln. Wir haben nur Ressourcen gesammelt in der Zwischenzeit, offscreen, in effect und nichts Großes weiteres. Aber wie gesagt, jetzt schauen wir mal, wie weit wir kommen. Wir haben auf jeden Fall einen weiten Weg vor uns und den müssen wir auf jeden Fall bestreiten. Laufen. Wir haben unsere Yuki auch wieder am Start und natürlich unsere Naomi und das wunderschöne Thumbnail von dem geschätzten Mapstar ist auch am Start und bin sehr zufrieden damit. Gefällt mir sehr gut, passt auch. Und ja, mal schauen, wie es sich jetzt auf jeden Fall noch weiterentwickelt, was noch alles jetzt dazukommt von dieser Welt, was für Ausrüstungsgegenstände wir sammeln und kaufen und verbessern und so weiter und so fort. Also wir haben noch einiges vor uns. Ganz kurz, in der Zwischenzeit kann ich ja mal ganz kurz gucken. Wir sind Stufe 21. Die anderen beiden sind halt noch Stufe 17, weil ich die muss ich erst noch austauschen, was das angeht. Ja, genau. Also, let's go. Entschuldigung nochmal für meine Nase, die ist ein bisschen zu. Ich versuche die immer gerade ein bisschen offen zu halten, aber irgendwie will die nicht so, wie ich will. Also, ich bin nicht krank, aber irgendwas ist da, was mich ein bisschen stört halt. Ich versuche das immer wegzunehmen, aber naja, egal. Gut, aber ja, das ist ja nicht das Thema der Sache, sondern, ja. Wir sind hier bei Dragon's Dogma und zum falschen Souverän, zum Dorf, um herauszufinden, was mit dem Typ ist oder was er überhaupt ist, werden wir dann auf jeden Fall herausfinden. So. Irgendwas hat hier ganz Großes gebrüllt, aber ich sehe es nicht. Wir nehmen auf jeden Fall mal den Apfel mit. Ne, bevor du anfängst zu singen, bleib stehen. Bam. Weg mit dir einmal. Wo kommst du denn her? Meine Fresse. Das Wort, der vor uns wohl geschrien hat, ja. So. Jo, wenn er wegrennt, dann ist es nicht mein Problem. Ich laufe weiter. Ich habe was Besseres zu tun. Wir müssen mal kurz auf die Karte gucken. Wir gucken mal. Wir könnten hier oben lang laufen. Ja. Aber da komme ich nicht hin. So wie das aussieht, scheint da kein Weg zu sein. Also muss ich doch hier unten rum am Wald entlang und dann dorthin darüber. Okay, gut, dann. Auf geht's. Kriegen wir schon irgendwie hin, würde ich sagen. Da ist fast jemand gestorben. Hier ist ein Selbstmordattentäter oder was. Ich weiß es nicht. Also, erstmal nach links. Ja. Aber ich habe mir extra ein bisschen mal den Tag rausgesucht. Ich bin mal ein bisschen durch die Nacht durchgelaufen. Aber an gewissen Stellen ist es einfach nur heftig. Ja.
Mhm. Aber sonst habt ihr nichts verpasst, was es angeht. Also alles noch im grünen Bereich, was die Gegner angehen. Und ja, habe ich auch nichts Neues entdeckt. Hinterhalt. So. Ist da noch jemand? Scheint nicht der Fall zu sein. Wir haben alle ausgeschaltet. Sehr schön. Ich wollte eigentlich leben lassen, aber naja, wenn ihr ihn töten wollt, dann macht das halt einfach mal. So. Ich glaube, wir müssen jetzt hier geradeaus. Oh, da braucht jemand Hilfe. Au. Weiter geht's. Der ist auch bald down. Weg mit dir erstmal. Du störst. Okay, der andere ist auch weg. Gut. Geht es ihm gut? Okay. Hat wohl nichts zu sagen. Alles klar, also wir müssen nach unten und dann nach links. Okay. Da wäre ein Lagerfeuer gewesen, aber leider. Halt, Hilfe brauche ich mal kurz. Naomi, kannst du mich heilen? Hilfe. Danke. Also kein Fell für mich. Ach, come on. So, wir müssen da oben über die Brücke anscheinend. Ich hoffe, die wird jetzt nicht irgendwie kaputt gemacht oder so. Weil alle Brücken sind hier zerstörbar. So. So, jetzt kommen wir in mein Gebiet, wo wir noch gar nicht waren. Wir gucken aber erstmal ganz kurz, wie wir mal laufen müssen. Wir müssen nach links oben. Okay, dann nehmen wir den großen Weg. Die wollen wieder Stress machen, ja. So. Easy. Da, oh, in der Luft. Ist er tot? Sehr schön. Nehmen wir mal alles mit. Ich weiß noch nicht so genau, für was man das Goblinhorn braucht. Aber naja. Oh, da ist irgendwie was. Aber was soll denn hier sein? Ja, abgesehen davon ein Abgrund. Nee, nein, danke. Gut, dann laufen wir einfach mal weiter. そういえば近くに宝箱があったはずです。異界の情報としてその場まで案内できますよ。 Gucken wir mal. Der Weg ist versperrt. Aber warum? Da komme ich ja bestimmt nicht hoch. Nee, das wird wohl nicht so funktionieren. Ob da ist was zum Abbauen? Kann das sein, dass wir vielleicht außen rum müssen? So, links. Ich glaube, da lang, glaube ich, eher weniger. Wir können aber mal da reinschnuppern, was uns hier erwartet.
Ein Wagen. Hör auf zu singen. So. Aha. Material. Eine Kiste auf einem Boot. 900 Gil. Impressive. Da war noch was? Nee, oder? Doch. Suche Medaillon. Sehr schön. Gut, dann heißt es für uns doch wieder außen rumlaufen irgendwie, weil einen anderen Weg finde ich jetzt nicht. Dann müssen wir doch mal nach links mal gucken, ob wir da allerdings den Weg schaffen. Okay. Da ist eine Kiste. Wird schwierig, da drüben hochzukommen. Ich höre was. Ah, die sind ja versteckt. Die kleinen Pisser. Ja. Au. So. Jetzt gucken wir mal, wie wir da hochkommen. Ich habe das Gefühl, dass wir hier drüber springen müssen. Deswegen durfte ich mal kurz Anlauf nehmen. Sprung. Sehr schön. Huch. Gut. Was wird uns da hier drin erwarten? 2000 Wow. Wir werden richtig reich. Das sind Wildschweine. Aber ich muss nach unten. Bleibt wohl nichts anderes übrig. Oh, ein Dreier. Ah! Hilfe! Sehr schön. Muss hier weg. Okay. Ich weiß nicht, wohin du willst, aber wir können drüber reden. Okay. Solange kein weiterer kommt, ist alles gut. Hui. Wo ist er hin? Ich sehe ihn nicht mehr.
Okay. Noch zwei Balken. Nein! Ah, wie war denn das nochmal? Genau, das wollte ich eigentlich aber. Den Stein einfach drauf werfen. Hä? Ja, jetzt kommt die Kleinen. Oh, cool. Aber ist ja bald down. So, letzter Balken. Ja, war klar, dass er genau hinter dem scheiß Baum steht. Ah ja, ist gleich down. Oh, yes. Nice. Stufe 22. Wuhu. Puh, alles klar. Drecksvieh. Ich hab dir nichts getan. Aber es scheint, dass wir hier richtig sind. Okay. Wir sind hier irgendwo angekommen. Dorf ohne Namen. Die rätselhafte Siedlung. Okay. Okay, mal gucken, was uns hier erwartet. Ida, wollt ihr in das Dorf? Ja. Ihr solltet besser wieder gehen, meine Freundin. Mit diesem Ort stimmt etwas nicht. Hier gibt es nichts, was sich lohnt. So viel ist sicher. Du wurdest gewarnt. Ja. Du hast bestimmt irgendwas zu verkaufen, oder? Nix? Lol. Dann tun wir mal looten hier. Kaninchenfell. Also wenn da so ein Punkt ist für meine Vasallen, dann weiß ich doch auch nicht. Gucken wir aber erstmal hier rein. Guten Tag. Und, was hast du drin? Arznei, okay. Hier ist ein Händler. Kaufen. Was hast du denn hier so Schönes im Angebot? Bringt mir aber nichts. Das bringt mir auch nichts, auch wenn es ein Wolfskostüm ist. Nie. Also nicht für meinen Charakter.
magische Abwehr dafür. Aber dafür Abwehr etwas höher. 9000. Wow. Wäre auch eine Idee. Schauen wir mal. Alles schlechter. Das bringt mir jetzt nicht so viel, ehrlich gesagt, Leute. Deswegen bringt mir rein gar nichts. Ringe habe ich auch. Wie sieht es denn mit dem Bogen aus? Oh, einen Bogen könnte ich mir zulegen. Mehr hat er nicht? Okay. Dann holen wir mal den Bogen. So. Wie sieht es denn eigentlich für Naomi aus? Was könnte man ihr denn Schönes geben? Haben wir denn überhaupt was? Nee, also waffentechnisch ist nichts dran. Na, ist auch nichts. Auch nichts. Abgesehen von der Hose, nix. Ja, toll, ne? So, das ist Jagdbogen. Ja, können wir alle verkaufen eigentlich. So. Dann ist das die Mütze, die wir ausgerüstet haben. Gut. Ja, gut. Wir liegen noch beim Mittel, also alles gut. Hauptsache mal einen besseren Bogen, der mal ein bisschen mehr Schaden austeilt. So, jetzt gucken wir mal hier rein. So. Argon, ne? Müssen wir uns mal merken. Müssen wir auf den aktuellen Stand bringen. Entfernen. So, was kriegt ihr denn hier Schönes? Oh komm, ihr kriegt das hier. So. Herz. So. Einmal. So. Ich guck mal ganz kurz. Was sah denn von Freunden? Wen haben wir ja? Hier, Nika von einem guten Kollegen. Brauche ich nicht, aber der ist halt Krieger. Gucken wir mal. Da. Ja, warum nicht? Nehmen wir einfach mal, um uns ein bisschen zu verbessern. Sieht auf jeden Fall interessant aus. So, und dann Limit Lioniel. Müssen wir auch mal entfernen. Die bekommt Tierauge. Jaspin. So. Okay. Dann gucken wir mal weiter mal nach Freunden. Mal gucken, was wir da noch so alles haben. Aurelion, Stufe 30. Wie weit die alle sind, ey. Das ist schlimm. Ist aber männlich. Bäh. Nee, Adlerauge. Hauptvasal. Lika, Stufe 8. Nee. So. Wir haben Lioniel, Stufe 30, Argon, Stufe 19. Die Person hat wahrscheinlich auch nicht weitergespielt. Okay, ja, wir haben noch Ace, Stufe 18, Stufe 19. Schwierig. Wir haben 1000, aber das ist mir halt zu teuer halt, ne? 4000 hat er. Alles klar. Okay, wir nehmen wieder Argon. So. So. Argon, hier bist du ja. Anheuern. Will nicht unbedingt Geld verbrauchen, deswegen, also die Sachen. Aber das kriegen wir irgendwie hin. So, okay, wir sind auf dem aktuellen Stand. Nika. Vom Arbeitskollegen ist am Start. Da wird es bestimmt dann gute, keine Probleme geben, hoffe ich mal.
Wäre schön, wenn es ja, so weitergeht. Sei grüßt, ich nehme an, ihr seid die Fremde, die mein Herr erwähnte. Woher wusste, dass er euch erwarten kann? Was? Woher wusste, dass er euch erwarten kann? Das kann ich euch nicht sagen. Okay. Wieso fragt ihr ihn nicht selbst? Ihr findet ihn in der Resistenz oben auf den einem Hügel. Okay. Dann ab nach oben. Schauen wir mal. Was uns hier oben alles erwartet. Jo, guten Tag. Dann halt nicht. Altes Adelgut. Mhm. Wahrscheinlich bist du das. Sei gegrüßt. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt von eurer Intuition. Ihr habt mich viel eher gefunden als die meisten. Ich nehme an, ihr genießt euren Aufenthalt in unserem schönen Dorf. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, fragt nur. Ich werde euch gerne weiterhelfen. Nach den Dorffragen. Falls euch an unserem bescheidenen Dorf etwas Seltsames erscheint, ist es das leicht erklärt. Denn hier werden Diebe in den Fähigkeiten unterwiesen, die sie benötigen. Zunächst werden jene, die ins Dorf kommen, nach ihren potenziellen Eignungen bewertet. Natürlich seid ihr keine Ausnahme, dass ihr nun hier steht, ist Beweis dafür, dass ihr als würdige Kandidaten erachtet wurdet. Das bedeutet, ihr habt meine Anerkennung als Diebesmeister. What? Okay. Gibt es noch was, was ihr möchtet? Genau. Fragen, was er über dich weiß. Ihr seid neugierig, was ich über euch weiß. Recht viel, sollte ich meinen. Natürlich bin ich nicht der Einzige. Unser Dorf hat sein eigenes Netzwerk aus Spionen und Informationen. Wisst ihr? Und euer Titel sticht aus gesamten Gerüchten hervor. Ihr seid die zweite Erweckte, die nach Vermund kommt. Und ihr habt euch mit Hauptmann Brandt gegen den Königsagenten verbündet. Als Antwort darauf hat sie... Ups, ich darf keine weiteren Worte sagen. Versteht mich nicht falsch, ich bin kein Verbündeter der Königsregentin. Ich bemühe mich lediglich, die politischen Fragen Neutralität zu bewahren. Jene, die Informationen handeln, dürfen sich niemals hinter seinen bestimmten Macht stellen. So lauten unser Dorfkodex. Ja. Arthur, sagt ihr? Ich habe viele Jahre in diesem Dorf gelebt, aber diesen Namen habe ich noch nie gehört. Es tut mir leid. Gibt es noch etwas, was ihr müssen möchtet? Nein. Nein, geht auf euch acht. Ihr seid würdig, meine ultimative Technik zu erben. Yes. Warum? Einmal gemeistert ermöglicht sie euch, alle Feinde zu töten. Ob winzig oder mächtig, setzt sie nach beliebig ein. Opus der Legende. Aha. Okay. Kiste. Jaspin Onyx. Sehr schön, den ich abgegeben habe, kriege ich wieder. Yay. So. Okay, ich muss auf jeden Fall noch andere Leute finden, mit denen ich mich unterhalten muss. Mal gucken. Bring keinen Ärger zu mir, hört ihr? Okay, also mit dieser Person ist es nicht zu reden. Wo ist die Frau hin? Nirgendwo? Sie ist weg. Okay. Oh, ihr habt ein scharfes Auge, Schätze. Ich hätte euch nicht unterschätzen sollen, erweckte. Ihr fragt euch, woher ich das weiß. Zunächst einmal nicht nur ich weiß es. Das ganze Dorf erkennt euch für das, was ihr seid. Dann ist nichts geheimnisvoll. Wir haben unsere Quellen, aber mehr sage ich nicht dazu.
Das sorgt euch nicht. Tatsächlich bin ich auf eurer Seite, in gewisser Sinne. Kann ich euch allerdings keine Hilfe anbieten. Dorfkodex und so. Doch ich nehme an, ihr könntet euch einen Rat geben. Ich könnte euch einen Rat geben. An eurer Stelle würde ich das, was ich gerade mit euch getan habe, an jemand anderen ausprobieren. Versteht ihr? Was hast du denn gemacht? Du standst nur da. Ich habe eine saftige Wette auf euch gesetzt. Enttäuscht mich nicht, ja? Frau, die dich beschattet, gibt dir einen Rat. WTF, warum? Okay. Also, wir müssen doch irgendwie jemand anders finden, mit dem wir reden können. Vielleicht hier. Ah, ihr müsst der Besuch sein, von dem ich so viel gehört habe. Habt ihr etwas im Dorf zu erledigen? Nach Arthur fragen. Arthur? Dieser Name ist mir nicht vertraut, fürchte ich. Zumindest lebt niemand mit diesem Namen hier. Okay. Nach den Dorffragen. Ihr wollt mehr über dieses Dorf erfahren? Wie ihr sehen könnt, ist es ein einfaches Ort, versteckt am östlichen Rand von Vermont. Gibt es noch etwas, das ich... Okay, nö. Wie ihr wünscht, meine Herren. Okay. Rasten, Lager verwalten, Laufbahngelder. Können wir mal gucken, wo Fertigkeiten... Wir haben ja wieder haufenweise Punkte. Vielleicht ist es ja gar nicht mal was verkehrt dabei. Giftschutz, Wasserschuss, Ölschuss, Explosionsschutz, Schuss. Ich verstehe halt nicht, wie das funktioniert. Ich war schon mal drauf, aber irgendwie... Nö. Mag er nicht. Sturmschuss, genau, Orkanschuss. So, für 200. Yeah. Ups. Fertigkeiten. Sprungtritt. Abschiedsschuss. Nee. Fähigkeiten haben wir auch schon alle. Was haben wir denn hier bei ihr? Haben wir auch schon alle erworben. Levitation. Machen wir einfach mal rein. So, was haben wir? Blitzregen. Hoher Schutz, aber... Das, was... Lichthimmel? Strahlender Himmel. Ja, komm. Erweitern wir das mal. Feierlichkeit. Sonst gibt es jetzt eigentlich nichts, was man noch so machen könnte. Übergeben. 3 Stück. Wir haben Ring der Unerbittlichkeit erhalten. Träger bringt den Gegner wahrscheinlich ins Wanken oder zu Fall. Okay. Gut, ja, Laufbahn wollen wir auch nicht wechseln. Wir können ja hier mal ein bisschen reden. Hat aber auch nichts gebracht. Okay. Also, wir müssen nochmal nach oben. Anscheinend ist hier oben irgendjemand, mit dem wir doch reden müssen, um voranzukommen. Vielleicht hier drin, ne? Guten Tag. Danke. Danke. Und nochmal 500. Sehr schön. So, wie ist mit dir denn? Von mir wollen? Nix anscheinend. Keine Infos. Diese Tür ist zu. Weil Grund. Nein, das war falsch. Nee, halt. Welche Taste war noch mal eigentlich aufheben? Ergreifen. Ah, geht gar nicht, ja, okay. Kann ich auch nichts nehmen. Gehen wir mal auf die andere Seite. Vielleicht finden wir ja irgendwie einen
Nein? Okay. Es gibt keinen Eingang hier dafür. Das ist komisch. Okay. Hier haben wir noch irgendwo noch eine Kiste anscheinend. Scheint wohl was Unterirdisches zu sein. Auf jeden Fall sehr komisch. So. Das Dorf hat hier noch was, was wir nicht kennen. Wir gehen aber noch mal hoch. Die sind so ganz komisch. Ich laufe hin und. Haben wir hier irgendwas übersehen? Ein Eingang oder so? Das ist kaputt. Auch kaputt. Geht auch nicht. Das ist Gerümpel. Auch versperrt. Und noch mal Geld. Ja, das Dorf versteckt irgendwas, was wir jetzt nicht so offensichtlich gerade sehen. Oh, okay. Aus Versehen ins Loch gefallen. Und gleichzeitig was ausgelöst, wo ich lang muss. Okay. Au. Warten die da oben oder? Ach so, das ist ein Weg für alleine. Aha. Okay. So. Bam. Okay. Aha. Nee. Warten wir mal. Easy. Eine Tür. Aha. Ihr habt es also doch geschafft. Schätze, das bedeutet, ich gewinne. Hey, ihr rückt besser das Gold raus. Herrje. Okay. Ihr habt mich nicht enttäuscht, das habt ihr gut gemacht. Es ist daher nur fair, dass ich all eure Fragen beantworte. Los, fragt ruhig.
mit den falschen Souverän fragen. Überrascht mich nicht, dass ihr mal mehr über ihn wissen wollt. Wir sollten eigentlich neutral bleiben. Für gewöhnlich würde ich kein Wort über unseren Aufträgen verlieren. Doch angesichts der Situation kann ich es euch wohl sagen. Sein echter Name ist Darak. Er war einst einer von uns. Doch er wurde ins Exil geschickt. Nachdem er ging, um den falschen Erweckten zu spielen, hatten wir keine Wahl. Wir sind Männer und Frauen des Schattens. Das Rampenlicht ist kein Ort für uns. Deshalb wurde er verstoßen. Er wird nie wieder Teil unseres Dorfes sein. Ist das alles, was ihr fragen wollt? Über Darak fragen. Vor all dem sollte Darak der nächste Diebesmeister werden. Doch er versagte, hat während der Prüfung eine gewaltige Verletzung an seinem Brust erlitten. Also fiel der Titel an mich. Daraufhin ging er und meinte, er würde die Narbe auf seiner Brust benutzen, um sich als Erweckte auszugeben. Und was für einen Plan sich darunter entwickelt hat, nicht wahr? Jetzt darf er schön auf dem besten Platz im Königreich sitzen. Es würde euch dennoch schwerfallen, zu beweisen, dass er nicht der ist, der er vorgibt zu sein. Dieser Darak ist gerissen. Er war stets bedacht, seine Beweise zu hinterlassen. Aber wir können ihn nicht denken lassen, dass er sich davon machen und ein friedliches Leben im Schoß des Luxus genießen kann, nachdem er unsere Kodex gebrochen hat. Er braucht etwas, das ihn an seine Schuld ins Gegenüber erinnert. Hier, damit sollte es klappen. Yay! Yeah. Du hast den Haftbefehl. Was die Meisterlehre angeht, ich bin nicht sicher, ob ihr sie umfänglich nutzen könnt. Aber ich zeige sie euch. Bam! Okay, wir haben ja eigentlich schon haufenweise Rollen, die ich schon hier mal eingesammelt habe. Ah ne, das war keine Rolle, das war hier. Ein Ölpfeil. Kann ich nicht benutzen. Okay. Fern. Alles klar. So. Wir haben die Informationen, die wir benötigen. Gucken wir mal, ob wir noch eine Kiste finden. Ein bisschen Fleisch. Na, guck mal. Da. Hurra! Hab Dank. Okay. Okay, gut. Die haben auch nichts mehr zu melden oder zu sagen. Wir haben das Rätsel gelöst. Jetzt gucken wir mal, ob es hier noch irgendwas gibt. Geschenke! Viele Kisten! Pelzschinder. Tigerauge. Diebesgarnitur. Okay. Alles klar, dann glaube ich jetzt zu der Tür. Guten Tag. Du hast mir den Tag gerettet. Warte auch einfach. Okay. Ja. Dann heißt es jetzt Endeffekt für uns. Ja, wieder zurück nach Fenwood. Prima. Da liegt noch was. Seht ihr das? Ja, ich würde sagen, wir könnten eigentlich eine Nacht übernachten. Ist ja nicht so teuer. 1500 können wir uns leisten, bis zum Morgen ausruhen.
So. Und dann machen wir uns wieder auf den Weg wieder zurück. So, minus 1500. Alles klar. So, plus wieder 350. So. Okay. Da haben wir alles. Ich denke mal, hier werden noch haufenweise Sachen sein zum Einsammeln. Gucken wir mal. Guck, da ist auch noch eine Truhe. Klären wir mal das Dorf hier mal auf die Schnelle. Alles einkassieren, was gibt. Oh, nochmal 1000. Yeah. Gefalteter Brief. Ein Brief von Doraks Haus. Ah. Wir haben sein Haus gefunden. Okay. So, dann denke ich mal. Das war's dann. Auf geht's. Wir sollen dir folgen. Aber da war doch der ganze Weg versperrt. Oder ist er jetzt offen? Jetzt ist er offen auf einmal. Wollt ihr mich verarschen? Aber egal. Ja, jetzt ist der Weg offen. Es war Absicht, dass wir außen rumlaufen sollten. Okay. Aber warum rennt die denn hier vor? Ich folgte ja. Oh, du läufst ganz komisch. Hä? Wie ich sehe, kann ich nicht einmal die erweckte meinen Charme widerstehen. Jetzt. Steh mal auf hier. Geht hier mal ganz und gar nicht. Wo rennt ihr denn alle hin? Dann, okay, dann machen wir den halt. Das ist der falsche Gegner, merke ich gerade. Au. Oh, das war der Baum. Baumgart.
Da können wir gleich mal die neue Fähigkeit ausprobieren. Niedergestreckt. Komm schon, komm schon, komm. Ja, da komme ich nicht ran. Ich hab doch ja. Okay. Ausdauer auffüllen. Ah! Hilfe! Bam! Stufe 22! Oh, wir haben für Nika die Aufgabe abgeschlossen. Sehr schön. Alles klar. Okay, ich würde sagen, wir machen uns wieder auf den Weg. Wieder zurück. Wir checken die Karte. Wir müssen nach oben. Ups. Ausdauer am Arsch. Stecken mal den Bogen hier weg. Nee. Uncool. Hä? Was macht ihr denn? Meine Güte. Das ist eine Höhle. Ja, wenn wir aber einmal hier sind, können wir das auch gerne mal machen. Abgenutzter Schacht. Ich sehe nichts mehr. Au. Einer weniger. Viele Magier anscheinend hier am Start.
Da ist auch noch so ein Bogentyp. Okay. Oh, wir haben sehr viel Material. Das ist sehr schön. Können wir alle gut gebrauchen. Die haben als erstes angegriffen, ne? Also ich halte mich da mal raus. Und? Oh, Lagerausstattung. Sehr schön. Und nochmal Geld. Yeah. So, wir müssen Gegenstände verwalten. Ich gebe jetzt mal die Lagerausstattung Naomi. So, dass ich wieder auf normaler Basis bin, was das angeht. Da ist auch noch was zum Einsammeln. Da sind noch mehr Kisten drin. Dörrfleisch. Aber jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier rauskriegen. Skelette. Eisenschild. Aber wieso machst du hier dauernd immer Eismagie? Ist hier irgendein Gegner? Sehe hier niemanden. Okay. Ich glaube, das war's. Dann können wir wieder gehen. Das war's dann wohl. Dann ab wieder zurück. Und dann wieder zurück ins Dorf. Danke. Ja, es ist immer gut, wenn man einen Heiler dabei hat. Definitiv. Das ist schon der große Vorteil der ganzen Sache. Au! Geht mit dir ab. In der Luft. Okay. Finden wir hier noch eine Kiste vielleicht? Ganz schön viel Ausrüstung. Oder Lagerdinger. Die mag ich fast gar nicht brauchen. Aber gut.
Ich will gar nicht wissen, was da hinten war. Ganz und gar nicht. Die Brücke ist kaputt. So. Wir machen noch mal Gegenstände. Geben wäre auch schwer. So. So. Gut, Leute. Also, das heißt jetzt für uns, wir müssen wieder zurück. Kommen die denn alle her heute? Okay, das ist ein größerer, ein anderer. Der hat was im Gesicht hängt. Nicht mehr. Ah, nein, danke. Das war nicht so gedacht. Nein, 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 lass mich los. Danke. Ins Gesicht getreten, oder wie? Very nice. Sehr schön. So, wir gucken jetzt mal kurz auf die Karte. Wir müssen nach vorne rechts. Okay. Da sind wir ja auf einem guten Weg. Und meine Ausdauer ist wieder am Arsch. Eieieiei. Das ist das Problem, wenn man zu viel sammelt. Die Loot-Krankheit. Dann ab wieder zurück. Oh. Nein, danke. Ich frage mich, was passiert, wenn man die mal überfallen tut. Aber die haben ja nichts. Ein Geldtransporter gibt es ja auch nicht. Alles sehr schwierig, meine Freunde. Ja. Achso, habe ich gar nicht mitbekommen. War total an einer anderen Welt gerade. Aber egal. Passt. Lass den Stein fallen. So. Ja, da sind wir ja schon wieder zu Hause. Oh, das ging ja aber schnell. Okay. Aber gut, ist doch nicht schlecht. Unsere Reise war heute erfolgreich. Ja,
Die potenziellen Wächter, okay. Ja, meine Ausdauer ist am Arsch. Dass man nicht irgendwie durchs Leveln oder irgendwie. Klar, Ausrüstung, ne? Gewicht, etc. Ich habe ja extra so einen Ring, oder muss ich zwei Ringe reinsetzen, dass ich mehr Ausdauer habe fürs Ganze oder gar nicht? Ich weiß es nicht. Schwierig. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal zurück. Und dann tun wir erstmal unser Inventar leeren. Aber natürlich erstmal ins Haus gehen. Wenn ich es auf Anhieb jetzt finde. Nee. Da bin ich schon dran vorbeigelaufen. Ah ja. Hier, bitte sehr. Hä? Was willst du denn von mir die ganze Zeit? Willst du mich verarschen eigentlich? Nur weil du weiter bist schon, heißt es nicht, dass du mich hier dauernd rumscheuchen kannst. Ich bin die Herrin. So. Untersuchung. Einlagern. Na, Omi erstmal. So, erstmal alles markieren. Ölpfeil. Wundelixier. Eins machen wir mal raus. Das ist die Ausrüstung. So. Dann zu mir. Alles rausmachen, was ich nicht brauche. Alles, was wir gesammelt haben. Nee, das bleibt mal. Da müssen wir wahrscheinlich noch zum Dings gehen. Die Explosionspfeile lassen wir mal. Materialien raus. Blumenstrauß lasse ich. Schreiben eines Hauptmanns lassen wir auch. Das machen wir raus. Versorgungsnotiz. Das Schild können wir rausmachen. Das können wir rausmachen. Das haben wir doppelt. Vielleicht kann ich es ja gucken. Genau, wir haben hier noch ein paar Ringe. So. Okay. Ups, das war jetzt zu viel. Entnehmen. So, die Frage ist. Kann sie nicht anziehen. Okay, dann hat sich das auch schon erledigt. Gegenstände kombinieren. Ja, das brauchen wir jetzt nicht. So. Gut, dann heißt es jetzt im Endeffekt bis zum Abend ausruhen und dann Bericht erstatten. Hä? Oh, ich habe meine Laterne abgelegt. Ich Vogel. Ich habe doch ein bisschen zu viel weggenommen.
Etwas zu viel. So, wo ist denn die? Das gute Stück hier. Halb voll. So. So. Jetzt gucken wir mal, ob wir den einen finden, der uns hier immer wegrennt. Weil da habe ich heute was gelesen. Hey, ihr dort. Heute Abend wird eure Anwesenheit in der Taverne verlangt. Wer das verlangt? Ich habe mich nicht gefragt. Das geht mich nichts an. Der Kerl sagte nur etwas von vom üblichen Ort. Ja, ich weiß. Alles gut. Aha. Wo könnte er wohl sein? Ja, wir können ja erstmal mit dem Typen da oben reden und dann sehen wir mal weiter. Vielleicht findet man ihn ja noch. Im Dunkeln ist es ein bisschen schwer zu finden. Guten Tag. Am üblichen Ort. Ist er nicht da? Scheint, dass er unten ist. Wenn man überhaupt unten reinkommt. Jetzt ist er da. So. Wir müssen uns vieles kümmern, wenn wir eure Majestät in Anspruch und wahre Erweckten erstärken wollen. So. Über die Gerüchte über Allard, über den falschen Souveränen. So. Habt ihr etwas über die falschen Souveränen herausgefunden? Eure Majestät? Ja. Dies scheint ein Steckbrief zu sein, mit dem ein Mann namens Darak gesucht wird. Einen Augenblick. Hat das Antlitz dieses Mannes nicht eine erstaunliche Ähnlichkeit mit dem falschen Souverän? Ich verstehe. Wenn ihr sicher seid, dass es sich um dieselbe Person handelt, dann überzeugt mich das. Leider ist dieses Papier allein aber kein ausreichender Beweis. Ah, aber natürlich. Ich nehme an, ihr wollt durch die Aufhängen des Steckbriefs Misstrauen sehen. Ein kluger Plan. Die Königsagentin wird gezwungen sein, jegliche Verbindung zu seinem neuen Souverän zu verleugnen, kann der Steckbrief aber nicht aus der Öffentlichkeit entfernen. Darüber hinaus wird es als Beleg für Daraks Existenz dienen. Dies wird eine nicht zu leugnende Wahrheit bleiben, bis der Mann wieder auftaucht. Und während dieser ganzen Zeit werden sich die Zweifel in den Herzen der Bürger mehr und mehr vertiefen. Für wahr, ein kluger Schachzug. Ich werde mich um diese Angelegenheit persönlich kümmern. Ich habe keine Zweifel, dass sich dieser Steckbrief zu gegebener Zeit bewähren wird. Habt meinen Dank, Eure Majestät. Eure Unterstützung war von unschätzbarem Wert. Yay! Starrer Blick des Drachen. Wir müssen noch vieles uns kümmern. Aha. Ich habe also festgelegt. Verzierte Dose. Ich habe eine Nachricht von Equus Sven, Euer Majestät. Er hat die Zustellung eines verdächtigen Pakets an einen Mann namens Alad beobachtet. Ein Minister, der zufälligerweise auch einer der engsten und mächtigsten Verbündeten der Königsagentin im Palast ist. Die Anstrengungen nach
zu urteilen, die er unternommen hat. Um ungesehen zu bleiben, wollte er diese Lieferung wohl von neugierigen Blicken verbergen. Das allein ist schon Anlass genug, eine Verstrickung mit dieses Plänen anzunehmen. Müssen die Sache auf den Grund gehen. Der Erbkonsul hat vor, Allard bei Einbruch der Dunkelheit in seinen Gemächern zu bestellen. Er bittet euch darum, diese Gelegenheit zu nutzen, um die Gemächer der Ministers nach Hinweisen zu durchsuchen. Was sagt ihr, Majestät? Wollt ihr diese Aufgabe annehmen? Müssen wir ja wohl. Ich werde dafür sorgen, dass die Tür zu den Gemächern des Ministers zwecks zwischen Mitternacht und Sonnenaufgang offen ist. Nutzt diese Zeit, um dort nach etwas Fertigstiges zu suchen. Okay. Ich frage mich, wo der andere ist, der im Schatten rumläuft. Wäre schön, wenn ich den irgendwie mal sehen würde. Gucken wir mal. Hashigo ga arimasu. Dansai dou ga dekimasu yo. Omowanu tokoro ni ikeru kamo shiremasen. Wo ist der Typ? Wenn man sucht, dann findet man ihn nicht, ne? Mal wieder typisch. Na dann. Ja, dann würde ich sagen, dann gehen wir einfach mal hoch. Hier ist auch noch was. Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Momentan. Da ist er. So, rede, mein Freund. Sieh an, ich bin gefangen wie eine Ratte im Käfig. Der Weckte ist nicht nur gewitzt, sondern auch noch flink. Warum verfolgt ihr mich? Könnt ihr euch das nicht denken? Ich habe euch gelegentlich für schlau gehalten. Sagen wir einfach, das ist einige Leuten ein Dorn im Auge, wenn ihr unerwartet, wie es euch beliebt. Es war meine Aufgabe, über eure Kommen und Gehen zu berichten, versteht ihr? Da ihr mich entlarvt habt, ist das nun aber wohl vorbei. Wie wäre es, Freundin? Werdet ihr mich gegen lassen? Ich habe keinen Grund, euch weiter Ärger zu machen. Nö, ablehnen. Verstanden, nun ist es einer der Versuch wert, nicht wahr? Dann lass uns das zum Ende bringen. Ja, er greift mich an, nicht ich. Jeder, stehen bleiben. Okay. Scheiße, wir werden ganz schön was abkriegen. Aus aller Wahrscheinlichkeit nach ist es ein Spion aus Batahal. Überlasst den Rest bitte uns. Noch bevor die Woche zu Ende geht, wird er uns alles erzählt haben. Bitte wartet zu lange.
Okay. Was hast du da? So, okay. Okay, Hammer. So. Ja, unsere Aufgabe besteht jetzt darin, die Quest erstmal zu aktivieren. Denn da sollten wir jetzt hin. Schuppige Eindringlinge. Ja. Sven schien entschlossen zu sein, sich für eine Mühe zu revanchieren. Suche ihn einiges Tages, um die Belohnung zu der Verzichtung zu erhalten. Ah, okay. Ja. Okay, dann ab hoch in die Burg. Okay. Ja, haben wir es mal wieder nur erwähnt. Ah, wir können nicht mit. Es tut uns leid. Ist mir scheißegal. 所持重量に気をつけて取りましょう。 Muss sowieso immer alles alleine machen hier. さあ、別行動ですね。各社殿ですか。 Ihr seid ja weg, ja? Der Hauptmann hat mir eure Beschreibung gegeben. ついてきてください。 Folgt mir. Okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich nochmal das gleiche Lauf hier. Jo. Ich versuche vorsichtig zu sein. Okay. Au, 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 au. Hallo, darf ich auch mal? Hart, ne? Wenn man nicht blocken kann. Was könnte denn so dringend sein, dass ich zu spät zur Stunde herbeigerufen werden muss? Ich würde mir nie ausmaßen, darüber zu spekulieren, mein Herr. Es muss sich jedoch um eine äußerst heikle Angelegenheit handeln, wenn der Erbkonsul eine Privataudienz verlangt. Oder der Junge hat endlich erkannt, welche Vorteile meine Gunst bringen kann. Er mag nur die Marionette seiner Mutter sein, aber wenigstens weiß er, was gut für ihn ist. Mein Herr. Falls das jemand hören sollte. Oh, nun, hab dich mal nicht so, du Narr. Als ob
irgendjemand in diesem Palast es wagen würde, auch nur ein Wort gegen mich zu sagen. Also, falls Wilhelmina weiterkommt, vorbeikommt, sag ihr, sie soll in meinen Gemächern warten. Ich werde in Kürze zurückkehren. Du hast gehört, wie jemand mit einer der beigerufen hat. Du suche alles Gemächer. Hier ist auf jeden Fall nichts. Wahrscheinlich die nächste Tür. Das Schöne ist, durch den Dings sind die ganzen Wachen weg. Da liegt was. Eine Truhe. Kapitel 2, okay. In den 500 Jahren mit der Macht, den Drachen zu besiegen, der erweckte. Als souverän während der Partei der Schutz der flammende Flamme als absolut angesehen wird, um den Anspruch des Unheils zu verhindern. Die beiden Nationen sind jedoch in Bezug auf die Vasallen, den Grenzgängern des Rifts, uneinig. Also in Vermund werden sie als treue Begleiter als Souveräns betrachtet, während sie in Behalte als Boden des Unglücks gelten. Okay, hier muss irgendwo ein Schalter sein. Das sieht aus, als würde man das bewegen können. Schieben kann ich auch nichts. Wir gucken mal kurz auf die Karte. Wo sind wir denn hier? Hier gibt es Alats Schloss, wenn man Magistrat. Ja, da war, oder muss ich da rein? Da waren wir ja schon drin. Ja. So, Hammer. Sicherlich keine wichtiger als diese. Was? Sicherlich keine wichtiger als diese. Ich spreche von den Thron, von der Thronbesteigung des Souveräns. In der Tat, aber das, eure Gnaden, sollte besser in Gegenwart eurer Mutter besprochen werden. Oh, Sven will irgendwas machen. Okay, wir sind fertig. So wie es aussieht. Ja, darunter will ich jetzt nicht unbedingt springen. Aha. Wo sind wir denn eigentlich hier? Am Arsch der Welt oder was? Okay.
So. Der Hof. Okay. Sieh an, sieh an. So sehen wir uns wieder. In dieser Schleicherei zu einer Gewohnheit von dir geworden. Was? Was? In diese Schleicherei zu einer Gewohnheit von dir geworden. Also, ist. Naja. Naja, egal.邪魔をするなんてね。こんな時は一体どう対処すべきなのかしら。あ、ウィルヘルミナ様。うん。じゃあ失礼するわね。今日は外でしたい気分なんですって。でも人目があったら決してたの染むことはできないのよ。その意味はあなたにもわかるでしょ。申し訳ありません。せめてお相手の方のお名前を詮索しない方がいいんじゃない。 あなたの首が飛ぶかもしってるでしょ。あ、もちろんです。失礼しました。私は何も見なかったと報告いたします。危ないところだったわね。彼が簡単に騙される男だったことを幸運に思いなさい。 Ich will auch das Outfit. Wieso hast du mir geholfen? Ich schätze es nicht, wenn man meine Beweggründe hinterfragt. Ich habe gehandelt, wie ich es für richtig hielt. Muss ich mehr dazu sagen? No. Etwas sagt mir, das wird nicht das letzte Mal sein, dass ich dich sehe. Vielleicht wärst du so gut, deine Schuld bei unserem nächsten Treffen zu begleichen. Okay. Alles klar. Ich war schon längst auf dem Weg nach draußen, aber na gut. Sag dazu mal nix. Ein Satz mit X. Sozusagen. Ja, ich habe eine Entdeckung gemacht. Und jetzt gehen wir runter und berichten. Wäre ja auch mal schön, wenn wir irgendwann mal weiterkommen, der Storyline. Nehmen wir das Geld auch noch mit. So. Ah. Na egal. So. Wir müssen uns um vieles kümmern, ja. So, über die Gerüchte. Hier, bitteschön. Die Siegel kenne ich gut. Es ist das Wappen unseres Nachbarlands Patal. Ein Land, mit welchem Vermund derzeit offiziell keine Beziehungen hat. Lass mich mal sehen. Da steht, getreue unseres Versprechens bieten wir euch die Macht des Gottflüsterers an. Bitte beeilt euch mit der Sicherung der Melf, damit alles bereit ist, wenn sich unsere Pläne in Bewegung setzen. Ein dürftiger Hinweis, um die Sache zu beurteilen. Allerdings ist nun klar, dass die Königin Regentin mit Batal im Bunde ist
Und das verheißt gar nichts Gutes. Auch wenn die politische Situation momentan stabil ist, in der Vergangenheit gab es viele Blutvergießen zwischen Wermund und seinen Nachbarn. Ich befürchte, in solchen Bündnissen würde nur noch mehr davon führen. Auf jeden Fall scheint es, als hätte unsere Suche nur noch mehr Fragen aufgeworfen. Vor allem, was mit der Sicherung von Melv und diese Gottgeflüster gemeint ist. Ich werde diese Angelegenheit untersuchen, so gut ich kann. Falls Eure Majestät inzwischen etwas Zeit haben sollte, könntet ihr euch vielleicht nach Melve begeben. Erst wenn wir die Pläne der Königagentin zu erfassen beginnen, können wir damit anfangen, sie zu durchkreuzen. Und bevor ich es vergesse, bitte nehmt das. Vielleicht kann es helfen, eure Reise nach Melve zu beschleunigen. Ring des Anwachsens, okay. So. Beunruhigende Begegnung. So. Okay. Sonst haben wir nichts. Über den gefangenen Spion. Über die Königsfeier. Wenn wir die Königsfeier beigewohnt haben, sollte sich etwas ändern. Falls Eure Majestät noch etwas zu erledigen haben sollte, ist es dies tun, bevor wir aufbrechen. Nein, bin noch nicht bereit. So. Die Königsfeier. Aha. Gut, dann gehen wir erstmal wieder zurück. Schlafen uns erstmal mal ein bisschen aus. Leider brauche ich doch nichts. So, bis zum Morgen ausruhen. So. Dann gehen wir mal zum Dorfplatz. Falls es klappen sollte, sollte ja Sven jetzt da sitzen und da stehen. Genau. Hallo meine Freundin, habt ihr heute Zeit für mich? Ja, ich wage es zu sagen, dass ein weiteres Gespräch überfällig ist. Es gibt etwas, das ich während meiner langen Stunden beim Erkunden dieser Straßen begriffen habe, und ich wollte es mit euch teilen. Jeder einzelne Bewohner dieser Stadt lebt sein Leben mit ganzem Herzen. Es scheint eine sinnvolle Beachtung zu sein. Ich weiß doch, für mich war es eine Offenbarung. Denn es hat meine eigene Position schmerzhaft bewusst gemacht. Kann meine Existenz überhaupt Leben genannt werden, wenn ich von meiner Mutter so verhätschelt werde? Ich möchte ein Leben führen, das ich stolz meinen eigenen nennen kann und mit ihm alles erreichen, was mein Herz begehrt. Ich bin es müde, von meiner Mutter verhätschelt zu werden und auf jeden Zucken in ihrem Gesicht achten zu müssen, um es ihr recht zu machen. Diese Dose anzusehen, es erfüllt mich mit Mut. Es ist der Beweis, dass ich nicht Mutters Diener bin, denn sie ihren Willen aufzwingen kann, wie es ihr gefällt. Sie ist etwas, das ich selbst beschaffen habe, obwohl ich sie natürlich durch euch erhalten habe. Bitte nehmt zum Dank dies. Das ist eine ziemliche Seltenheit, wie ich hörte. Ich hoffe, es gefällt euch. Nun, ich sollte Reisestein. Toll. Besser gehen. Ich werde eine Weile vielleicht nicht mehr in der Lage sein, durch die Stadt zu streifen. Ich habe etwas zu erledigen. Daher kann ich nicht sagen, wann wir uns das nächste Mal wiedersehen. Doch ich bin mir sicher, wir werden das werden wir zu gegebener Zeit vielleicht führen, als wir denken. Bis dahin, gebt auf euch Acht. Acht, meine Freundin. Wow, Reisestein. Und Kleidung?
Muss mal kurz gucken. Starrer Blick des Drachen. Wenn du den Gegenstand Starrer Blick des Drachen einsetzt, werden Lazo-Steine, Splitter auf der Karte angezeigt. Beachte jedoch, dass sich Anzahl der Position der Splitter, die gefunden werden können, mit der Zeit ändern. Sammle 3 Lazo-Stein-Splitter, damit sich zu einem Lazo-Stein verbindet. Ein mächtiges Artefakt, das den Gefallen ein neues Leben erwecken kann. Will ich aber nicht. So, Ausrüstung. Ich habe jetzt schon wieder vom Melatonica bekommen. Warum denn schon wieder? Werde ich nicht verstehen, warum ich das jedes Mal immer wieder bekomme. Machen wir mal hier auf die linke Hand. Mal gucken, ob das besser funktioniert. So. Aufträge. Haben wir ein paar jetzt mal weggemacht. So. Kleide dich formell und sprich mit dem Hauptmann. Okay, das ist ja die... Okay. Warte einige Tage und sprich mit dem Hauptmann. Bewohner der Unterkunft der Woche lang... Machen wir ja auch. Beschaffe 2 Klumpen Golderz. Das könnte ich noch als Nebenmission machen. Ein Batal, da wollen wir noch gar nicht, merke ich gerade. Nach Have. Warte einige Tage, gehen dann nach Have zurück. Kehre in ein paar Tagen zur Have zurück, um sie nach, wie es dort läuft. Das war doch das erste Gebiet, glaube ich, oder? Ach nee, das ist doch unten da am Strand. Okay. So, das sind auf jeden Fall die Hauptmissionen. So, Karte. Ja, das ist dann hier. Dann muss ich dann dort runter. Aber sollte ich nicht nach Mewe gehen? Dorf und den Namen. Bin gerade am Überlegen. Ach, das war hier oben. Ne, das war der Grenz. Melve, da. Och, nö, oder? Soll ich den ganzen Weg da hochlatschen jetzt? Ach stimmt, ja, wir mussten ja mal hier langlaufen, dann muss ich ja mit mir, okay. Puh, okay, gut. Ja, wir haben Aufgaben auf jeden Fall für die nächste Quest, für den nächsten Bereich. Wir können ja mal gucken, ob wir vielleicht irgendwie was aufwerten können. Ausrüstung verbessern. Der Bogen. So. Action-Schuppe habe ich auch am Start. Und Echsenschwanz brauche ich als nächstes. Da können wir auch was auch verbessern. Sehr schön, okay. Dann für Naomi können wir das auch machen. Und Level 3. Sehr schön. Prima. Da können wir nichts machen. Gut, ja Leute. So sieht's aus. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen mein Inventar ein bisschen anpassen. Rüstungen können wir hier leider keine kaufen oder neue Waffen. Das Sortiment wird sich hier wahrscheinlich nicht verbessern, was das angeht. Abgesehen von dieser Waffe. Okay, Grimhauer. Hört sich auch interessant an. Das Geld hätten wir sogar. Aber dann hätte ich jetzt umsonst alles aufgewertet, was das angeht. Wie sieht es denn für Naomi aus? Hat die dann hier irgendwie eine Waffe, die ich... Oha. Ja, schon ein paar. Definitiv. Dann kaufen wir mal ihr einfach mal eine. Sollte ihr auch mal gegönnt sein. Und für mich den Bogen. So. Der da. Kaufen. So. Das könnte man eigentlich verkaufen, die Waffen.
Das, ja, genau. Bogen nach Mars. Das können wir verkaufen. So. Was? Wir können doch hier auch. Na doof. Ausrüstung verbessern. Ja. Waffe verstärken. Nochmal. Und noch einmal. Perfekt. 3 Stufen. Prima. Und bei ihr? Wirbelklaue. Und. Ah, große Klaue fehlt. Okay. So, jetzt gucken wir mal nochmal da drüben, wenn wir schon einmal da sind. Wenn da auch jetzt neue Waffen drin sind, hoffe ich, dass hier auch was Neues dabei ist. Dann gucken wir mal. Scheint auf jeden Fall nicht der Fall zu sein. Nee. Das haben wir ja. Das ist neu. Nee, nichts Besonderes. Schade. Schade, 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 schade. Leider nicht. Hier hätte ich eine Abwehr, wenn ich den Umhang nehme. Nee. Schade, schade, keine neue Ausrüstung. Gut, da würde ich sagen, mit den neuen Bogen werden wir jetzt zurückgehen zu unserem Haus. Und da werden wir dann beim nächsten Mal weitermachen, wenn ich den Weg jetzt finde. Ja. Und ja, würde ich sagen, dann kommen wir hier zum Ende. Oh, da lag was. Untersuchung. Hätte ich Eure Majestät damals nicht getroffen. Achso, okay. Okay, wir haben ein Schwert erhalten. Gut. Okay, ich tue das jetzt mal offscreen machen, ne? Also, das heißt jetzt im Endeffekt für uns, wir müssen jetzt warten. Wir könnten in der nächsten Mission zur Dorfharfe gehen. Und danach werden wir dann die Hauptquest natürlich weitermachen. Und dann mal gucken, ob wir doch mal hier runterkommen können. Ins andere Gebiet. Hier gibt es ja noch einiges und würde mich schon interessieren, ob wir da auch wegkommen, weil da war ich zum Beispiel auch noch nicht. Ist noch einiges zu tun, sozusagen. Ne? Also dann würde ich sagen, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Christian 3000 hier mit Dragon's Dogma 2 auf der PlayStation 5. Hier per Livestream, per Twitch. Natürlich könnt ihr auch gerne auf YouTube dann auch einen Daumen nach oben geben, den liken, kommentieren, abonnieren. Euer Feedback ist wirklich super, das kann man. Und somit verabschiede ich mich hiermit mit dieser Folge. Wiederschauen und reingehauen. Tschüss!